heute bei Family Magic. Der Urlaub auf Spanien. Dieser Teil, wundert euch bitte nicht, ist etwas anders. Es kommt nach dem 50-Abo-Special, das heißt, also, ja, also das wird halt wie ein Teil 2. Aber ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß bei dem Video. Und ja, viel Spaß! So, also das war's. Männer, wir haben unseren Job getan. Okay. Okay, danke, dass Sie das Haus nochmal schön gemacht haben. Ja, machen wir doch immer wieder gerne. Danke fürs Abendbrot, dass wir bei Ihnen essen durften. Immer wieder gerne. Tschüss. Tschüss. Oh, endlich geschafft. Ja, Leute, Feierabend. Juhu. Kommt, ihr müsst jetzt ins Bett. Madeline schläft ja schon. Boah, die haben ja eher echt alles neu gemacht. Ja, das stimmt. Kommt, ab hoch ins Bad. Also ich schäle hier noch eine Runde. Guck ein bisschen Fernsehen. Kommt ja jetzt Fußball. Na toll. Ist ja auf Englisch, so Football. Was ist denn das für ein Englisch? Ach Mario, reg dich doch nicht immer so auf. Kommt, ihr müsst jetzt aber wirklich mal die Zähne putzen. Oh, der ganze Sand klebt wegen der Sonnenmilch. Dann duscht auch noch. Ich als erstes. Okay, Maria. Also ich gehe noch mal kurz zu Madeline. Oh, wo bleibt Mama denn? Mama! Ich muss noch mich kurz um Madeline kümmern und zieh mich um. Okay, dusch du dich jetzt, Annegret. Aber Maria steht noch unter der Dusche. Dann sag Maria, sie soll jetzt aufhören. Maria, du sollst jetzt aufhören. Okay, hetzt mich da nicht so. Ich finde das ja so cool, dass die jetzt hier eine Wärmeecke hingebaut haben. Da kann man sich aufwärmen, braucht kein Handtuch mehr. So, jetzt bin ich ja aber dran mit Duschen. Vergiss deine Mütze nicht. Ach so, stimmt ja. So, schön duschen. Ich wasche mir schon mal das Gesicht und ich wärme mich jetzt auf. Oh, Annegret, das stinkt ja total. Mama, Annegret belästigt mich. Oh, was ist denn da drüben schon wieder los? Ich wollte mich gerade umziehen. Puh, was stinkt denn hier so? Das ist Annegret. Sie belästigt mich. Oh, aber nur weil sie sich gerade erlöst, belästigt sie dich doch nicht gleich. Doch, das tut sie aber. Annegret, zieh ab. Ich kann nicht. Das ist zu groß, was hinten rauskommt. Oh, bist du jetzt fertig, Maria? Ja, ich zieh mich jetzt auch um. Mir reicht's langsam. Gut, dann geh runter zu Papa. Er zeigt dir gleich, wie man das Sofa ausklappt. Madeline, du hast es gut. Du kannst hier im Bett bei Mama und Papa schlafen. Und du schläfst ja auch schon. Ich gehe jetzt runter. Währenddessen im Bad. Annegret, bist du jetzt endlich mal fertig? Gleich. So, nur noch zu Ende abputzen. Boah, du hast ja einen richtigen Plan gemacht. Wie kriegen wir das denn jetzt runter? Ich spüle mal ab. Das macht so ein komisches Geräusch. Gar nicht wie zu Hause. Jetzt bin ich aber mal dran im Bad. Umziehen konnte ich mich ja jetzt auch nicht. Papa, du musst uns jetzt das Sofa ausklappen. Ja, mach ich doch noch. Hört's mich doch nicht so. Ja, mein Gott, Papa. Weil du denn noch Bettwäsche oder so? Es ist viel zu warm hier. Es ist richtig warm. Ja, das Thermometer sagt 30 Grad. So, als erstes muss der Couchtisch weg. Da muss man sich auch richtig bücken. So, der wäre aus dem Weg. Jetzt noch die Kissen runter. Eins und zwei. So, das wär's. Ihr könnt ja noch ein bisschen chillen. So, schaut doch ein bisschen noch Sendung. Ich geh da mal hoch. Jetzt muss ich mich aber schnell umziehen. So, die Handtasche ist schon mal weg. Jetzt aber schnell weiter. Madeline schläft immer noch. So, und das Kleid aus. Und Tap. Jetzt noch schnell den Kindern gute Nacht sagen. Oh, wie gut, dass Madeline nicht immer so nervig ist. Sie ist ein ruhiges Kind.
Kinder, es wird Zeit, dass ihr schlafen geht. Okay. Gute Nacht, ihr zwei. Gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Papa. Schlaft gut. Ihr auch. Jetzt bin ich aber müde. Ich auch. Oh. So, ihr Lieben. Also, Family Magic ist jetzt schlafen gegangen. Aber ich muss euch ja natürlich noch mal das Haus zeigen, während Familie Magic schläft. So, hier ist die Küche. Wir haben eine neue Bodenfolie. Die haben wir hier rausgenommen. Wir haben ganz viel Neues gekauft für Playmobil. Das werden die aber in den nächsten Pimp My Playmobils alles sehen. Hier haben wir einen kleinen Couchtisch gebastelt. Ein kleiner Rucksack darf natürlich nicht fehlen, sowie ein Sessel für Mario. Die Zeitung darf auch nicht fehlen und die überlebt er nicht. Manche wissen vielleicht schon, die unser zweites Video gesehen haben. Hier ist der Esstisch, den habe ich auch mit Marmoroptik beklebt. Ein Stück höher ist hier das Elternschlafzimmer. Hier habe ich einfach nur einen Boden reingemacht. Im Badezimmer hat sich am meisten verändert. Hier ist die Dusche. Da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Und die Rückseite der Dusche ist einfach der Kleiderschrank. Ja, und das ist einfach nur graue Acrylfarbe. Das hätte ich aber lieber gelassen. Naja, mein Vater hat sie halt gebastelt. Hier sind die ganzen Sachen, also von den Kindern. Und hier ist noch sowas für die Seife halt. Hier haben wir ganz viel Marmoroptikfolie so als Umrandung genommen, damit das alles etwas hübscher aussieht. Einen schönen Boden, der mir wirklich viel besser gefällt als der alte. Und der schöne Sommervorhang, den es auch in Marias Zimmer gibt. Jetzt gibt es noch zwei Ausschnitte von Marias Zimmer und von dem Boden. Das war ja zuvor der alte Boden. Der ist auch schon ziemlich krümelig. So lange hält er nämlich nicht. Das ist ja Marias Zimmer mit dem Vorhang. Das war's auch schon wieder mit unserem Video. Oh, ich muss aber jetzt mal aufs Klo. Ah, ihr seid ja noch da! Hat sie euch alles gezeigt? Wenn ja, dann ist ja gut. Ja, Nicole, ich habe Ihnen alles gezeigt. Du kannst mich auch gerne beim Namen nennen. Nein, nein. Gut, also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Tschüss!